Chat, gehen wir rein. Der Gigi hat wieder was Neues gedroppt, und zwar Real Eyes. Von Inbeatables gibt es mal wieder was Neues, ja? Da war der wieder fleißig. Ich habe nur das Letzte, was ich gesehen habe von Gigi, ist, dass der irgendwie 2 Wochen oder eine Woche war der weg, glaube ich, ne? War genau in der Zeit, als dieses Kiko-Ding kam. Da habe ich nämlich mal geguckt, ob er streamt und sich das gegeben hat, aber hat er nicht. Bis heute nicht. Das hat mein Herz gebrochen. Aber ich habe gelernt, ne, man soll seinen Feinden die Hand reichen. Man soll seinen Feinden mit Liebe begegnen. Von dem her geben wir uns das und ziehen uns das rein. Und gucken, was es da gibt. Also, du solltest wissen, dass er auf YouTube unabsichtlich die Skizzenversion hochgeladen hat. Das heißt, die Mische und die Doubles sind nicht so sauber. Wenn du das Fertige hören willst, musst du es dir auf Spotify geben. Okay, weiß ich Bescheid. Okay, dann weiß ich schon mal, worauf ich mich hier einlasse. Okay. Aber ich gehe davon aus, es wird gut genug sein, sonst hätte er es nicht oben gelassen, denke ich mal. Lass mal rein, uns reinziehen. Könnte jetzt, also jetzt okay, jetzt hier bei den Samples nicht mehr, aber könnte, so am Anfang könnte man echt denken, so eine epische Ente-Runde, die beginnt, Alter, finde ich, oder? Wenn der Beat so beginnt? Könnte man denken jetzt, so die epischste JFB-Runde ever. Ey, schon wieder voll auf Schnaps, stopp den Truck vor der Apotheke, als wär's meine Agoraphobie. Okay, okay, man hört's aber schon. Ja, ist nicht so sauber gemischt, ja. Aber egal, wir konzentrieren uns auf Flow und was er sagt. Ey, schon wieder voll auf Schnaps, stopp den Truck vor der Apotheke, als wär's meine Agoraphobie. Ich hab Parkprobleme. Ha, ja, ich weiß, ihr seid alles Löwen, doch ein Schuss reicht und ihr seid nicht mehr als eine Jagdtrophäe. Was bei Gigi so krass ist, ist, ich finde, man merkt bei ihm immer, also vor allem, wenn er so in die Fresse rappt, man hört immer so diesen Hunger. Also der hat Bock. Und ich finde, es kommt bei ihm auch immer an. Ne? Also man merkt so, der hat einfach Bock. Ha! Ja, ich weiß, ihr seid alles Löwen, doch ein Schuss reicht und ihr seid nicht mehr als eine Jagdtrophäe. Nach mir die Sintflut, sie sagen, sipp nicht beim Fahren, also fahr ich beim Sippen. Ja, es ist wahr, die Titanic kann sinken, die einen, die rudern, die anderen ertrinken. Sich den Unterzug zwang. Aber das nutzt er auch sehr oft, ne? So diese Pitches irgendwie am Ende der Lines und so. Das erinnert mich gerade an diesen einen Track, den wir uns letztens erst reingezogen haben, lustigerweise. Wann war das? War das diese JCC-Quali? Weil das haben wir erst letztens gehört, da waren so voll viele Spielereien drin. Das war mir dann schon ein bisschen zu viel mit diesen ganzen Ami-Rap-Samples und so. Gibt mir auch gerade hier wieder so ein Vibe, ne? Da hat er nämlich auch viel damit rumgespielt. Ja, die einen, die rudern, die anderen ertrinken. Sich den Unterzug zwang, wie beim Reisen, ohne Auto, ohne Bus und mit Flugangst. Ein Gag und du siehst, wie sie flä... Das ist lustig, Alter. Sie stehen unter Zugzwang, Alter. Wie ohne Bus, ohne Auto und mit Flugangst. Wie beim Reisen, ohne Auto, rudern die anderen ertrinken. Sich den Unterzug zwang, wie beim Reisen, ohne Auto, ohne Bus und mit Flugangst. Ein Gag und du siehst, wie sie flähen. Bitch, take it like a motherfucking man. Mann, ich brech mir kein Zacken aus der Drohne, bricht mir mal einen Zacken ab, nur aus einer Packung Toblerone. Rapper lügen rum, sie machen dicke Kohle, aber haben eine Bude, die aussieht, als wird der Karin Ritter wohnen. Er gibt keine typische Hook, ne? Was ich schade finde, ist, ich mag halt am liebsten, aber das ist mein persönlicher Geschmack, ne? Ich feiere halt so ein bisschen. Für mich war bei Gigi so dieses, guck mal, ist natürlich jetzt ein bisschen plump, ne? Aber so dieses Alleinstellungsmerkmal von Gigi war ja immer so dieses Klapsending, so. Also zumindest hat man ihn so kennengelernt. Und ich verstehe auch, dass man das nicht jahrelang irgendwie so ausschlachten möchte. Aber bei mir war es trotzdem so, dass ich immer so die Tracks, in denen er so über diese persönlichen Probleme oder Sachen, die ihn irgendwie belasten, die Sache ist, das kannst du ja wirklich immer in völlig anderen Formen und so ausdrücken. Das hat mir immer ein bisschen mehr gegeben. Wobei nicht immer, es gibt auch Tracks von Gigi, der haut da auf die Kacke und das ballert auch gut. Ne? Ich weiß nicht, ob es hier an der Mische liegt, dass es mich jetzt nicht so weghaut wie bei dem einen oder anderen Track. Zum Beispiel dieser eine, Alter, mit dieser geisteskrank gesungenen Hook, Alter. Wie hieß dieser Song, den ich totgefeiert habe zum Beispiel? Also, oder auch der damals mit diesen, ich hab's halt nicht so mit den Titeln, ne? Mit diesen Wolken, die an ihm vorbeiziehen. Das sind so die Tracks, mit denen er mich so bekommt. Made it, genau, made it. Genau, was du siehst, Digga. Was siehst du? Ich glaube, ja, Mann, auch überkrass. Also ich merke halt, aber das liegt nicht nur an Gigi, das bin ich allgemein von meinem persönlichen Geschmack, dass ich halt feier, wenn Leute so was über sich preisgeben. Ne? Ich mache das ja auch selbst gerne. Vielleicht hört man einfach auch gerne oder macht gerne das, was man selber gerne hört.
So, deswegen sind viele meiner Songs ja immer so ein bisschen deeper oder sagen irgendwie was über mich und mein Leben. Und das feiere ich halt, wenn Jiggy das macht, weil ich das bei ihm auch viel authentisch halte. Es gibt ja wirklich viele so deepere Tracks oder die übers Leben, über Traurigkeit und Love und was weiß ich. Aber es hat immer noch einen anderen Touch für mich, wenn ich weiß, da steckt irgendwie eine Substanz hinter, weil der Typ ist durch Scheiße gegangen, weißt du? Wenn ich weiß, okay, Alter, der war in der Klapse so, weißt du, der hat mit Medikamenten, der hat diese Psychokacke durch oder der steckt da drin, der kann darüber rappen. Deswegen, darauf hätte ich, glaube ich, nochmal richtig Bock. Das ist so mehr mein Film, glaube ich, als so dieser pure Representer-Film. So. Aber lass mal weiterhören. Newcomer sind wie Scharlach oder Akne, denn diese Dullis hast du jetzt paar Jahre an der Backe. Jeder Zweite ist beschäftigt mit auf Flaschen setzen, als würde er im Wettbüro auf die verlierende Mannschaft wetten. Schwachsinn. Digga, das habe ich bis heute nicht gepeilt, ne? Also ich kann mir vorstellen, was damit gemeint ist, mit auf Flasche setzen, aber das ist für mich so, Alter, ich habe das Gefühl, ich gucke da voll in so ein Paralleluniversum, wenn ich das immer mitbekomme. Ich habe das irgendwie zum ersten Mal vor einem halben Jahr gehört, irgendwo auf TikTok in diesen komischen Battles oder so. Setz dich auf Flasche, setz dich auf Flasche. Und ich denke mir so, Alter, ich bin komplett raus, Alter. Ich bin irgendwo in so einem Boomer-Life mittlerweile. Keine Ahnung, also manchmal fühle ich mich, als wäre ich schon 50. Sag nicht, dass sie Kraftflaschen setzen, als würde er im Wettbüro auf die verlierende Mannschaft wetten. Schwachsinn, sag nicht, dass sie krass sind. Sie verlieren ihr Gesicht und denken dann, sie wären Gasfreak. Und ja, man. Da müsst ihr mir helfen. Was für Gasfreak? Müsst ihr mir kurz erzählen? Ach, Gasfreak? Das war doch von Breaking Bad, oder nicht? Zweite ist beschäftigt mit auf Flaschen. Aber warte, ich hab die Line trotzdem nicht gepeilt. Warte mal ganz. Breaking Bad ist eine meiner Lieblingsserien. Wartet mal. Als würde er im Wettbüro auf die verlierende Mannschaft wetten. Schwachsinn. Sag nicht, dass sie krass sind. Sie verlieren ihr Gesicht und denken dann, sie wären Gasfreak. Und ja, manchmal bin ich live Ich überleg grad, wie der gestorben ist. War das mit dieser Bombe? War das mit dieser Bombe, wo sein ganzes Gesicht wegfetzt? Ja, okay. Ah, ich peile. Okay. Sie verlieren ihr Gesicht und denken dann, sie wären Gasfreak. Und ja, manchmal bin ich live der Klassenkasper, doch bin Psycho-Motherfucker wie die beiden Salamanca-Sticker Breaking Bad Lines. Ja, geil. Der Klassenkasper, doch bin Psycho-Motherfucker wie die beiden Salamanca-Sticker Breaking Bad Lines. Mexican Vibe, Wack MC schweigt, wenn das Heavyweight rhymt. Weißt du, was ich glaube? Ich habe mir letztens so ein Video reingezogen von Jiggy. Da hat er auf Tadel reagiert. Beast Boy, TJ, ihr wisst, wen ich meine. Und der kickt ja ganz oft so eine Videogame-Lines. Weißt du, kommt dann irgendwie mit Mario Kart und sowas um die Ecke. Und ich weiß noch, dass der Jiggy da gesagt hat, dass er das voll feiert, dass er so mit so Gaming-Referenzen kommt. Und mir kommt so vor, als hätte er sich gedacht, ey, Alter, ich komme jetzt auch einfach mal mit so Referenzen um die Ecke. Ich bringe jetzt einfach mal Breaking Bad Bars in dein Gesicht. Ja, vielleicht war es nur Zufall, ja, aber das erinnert mich direkt an dieses Video, weil ich das da gesehen habe. Und jetzt kommt er hier mit so einem Breaking Bad Lines um die Ecke. Breaking Bad Lines, Mexican Vibe, Wack MC schweigt, wenn das Heavyweight rhymt. Hast du ein Problem? Mann, ich bin nicht zum Spaßen aufgelegt, so wie eine Badesalz-CD. Mann, ich setz hier nur Nadelstiche wie Chunky Spritzen. Doch wenn du betteln willst, sag Bescheid und ich werd alles ficken. Und egal wie auf Big du tust, Wigger, I can see the bitch in you, homie. Ich glaube aber auch, dass wenn Jiggy, wenn der nochmal betteln würde, ich glaube, der könnte auch gut abreißen. Ich habe das Gefühl, so, der hat dem JBB noch gar nicht oder in dieser Zeit gar nicht richtig zeigen können, was er eigentlich kann. Also später dann in dieser Kuchenhook, da hat man schon gemerkt, dass er schon nochmal auf einem krassen Level ist. Also so auch im Vergleich zu einem Kuchen zum Beispiel. Ist halt einfach so rausgestochen. Das wäre, glaube ich. Aber er hat ja auch erzählt, er war damals, glaube ich, recht frisch aus der Klapse raus und so, ne? Da war der, glaube ich, noch nicht ganz so auf der Beine. Breaking Bad ist wahrscheinlich das Einzige aus der Popkultur, das er kennt. Ist er da auch so wie ich oder was? Also ich krieg, zum Beispiel, er hat ja wahrscheinlich voll den Plan, was so Fußballbars betrifft zum Beispiel. Aber ich stehe ja auch voll oft auf dem Schlauch, wenn es irgendwie, keine Ahnung, Alter, dann kommt irgendwie so eine Avenger-Bar, keine Ahnung, noch nie gesehen. Kommt der damit um die Ecke, habe ich keinen Plan, ne? Also ist ganz oft so, dass ich irgendwas nicht peile, weil ich nicht so drin bin im Game. Ist bei Jiggy auch so krass? Once again, Black is the incredible. Dicker, we go hard. Oh, okay, warte mal, Incredible Album mit Kool Savas, Kollega, Azad, TJ Beastboy und Asche, Alter, okay. Ey, aber Features sind aber krank, Digga. Features sind heftig.
Features sind heftig. So, incredible Livestreams. Track by Track and Behind the Scenes Infos Community Track, der auf Spotify und Co. released wird. Community Track. Exklusive Previews zu den kommenden Releases. Hier ein Brett für deine Playlist. We go hard. Steht da, hä, hab ich's jetzt verpasst, wann das kommt? Also Features sind krank, Digga. Features sind wirklich krank. Ja gut, aber man muss auch sagen, er hat sich da in diesem, mit diesem, ich baller euch das mal in den Chat, Leute. Er hat sich das durch dieses ganze Reaction-Ding, ne, da ist er früh eingestiegen, hat echt nice Kontakte, aber ey, ne, liegt natürlich auch an seinem Skill, der ist auch ein begnadeter Rapper. Ich wünsche ihm das Beste, Digga, wünsche ihm viel Erfolg, auch wenn er nicht auf mich reagiert. Jetzt bitte traurige Musik einmal rein. Ciao.